Das ist mir ja bisher selten passiert. Und es regnet. Na schön. Das ist hier super. Jetzt sagen wir erstmal dem Hund, er soll hierher kommen. Wo ist er denn jetzt? Ach, da ist er. So, dann packen wir uns mal unsere anderen Waffen rein. Und zwar nehmen wir die mit. So. Das hier brauchen wir nicht. Und wir nehmen noch mit die... Wo ist sie denn? Die. Munition natürlich. Ja, ihr hört schon den lästigen Regen. So, bei den Crawlern müssen wir ein bisschen was umpacken. Dann brauchen wir den. Einmal den. Und einmal den. So, was hätten wir soweit? Bekleidung haben wir. Unseren Hund haben wir auch. So. Jetzt müssen wir nur noch einmal den Regen etwas leiser machen, weil das ist ja wirklich sehr, sehr laut alles. Ja, drehen wir mal ein bisschen runter. So, und ich würde sagen, wir begeben uns in die Zelte und warten, dass Gänse kommen. Ja, da sind schon Fasane. Ja, wir haben schon die Fasane. So, gehen wir mal ins Zelt. So, jetzt mal gucken. Irgendwie scheint das nicht ganz zu funktionieren. Ah, doch jetzt. So, wunderbar. Ah, sehr schön. So, da müssen wir jetzt bloß noch auf Gänse warten. Und bei dem Regen hören wir sie sowieso sehr schlecht.
Aber können, wie gesagt, bei der Gelegenheit natürlich gleich den Hund ausprobieren. Jetzt sind noch keine Gänse zu sehen im Himmel. Wir hoffen auch, dass es jetzt bald mal aufhört zu regnen. Da haben wir einen Fasan, der ziemlich dicht ist, einen männlichen. Erstmal die Waffen nachladen. Den werden wir mal am Boden schießen. Ja. Das ist typisch bei mir, dass ich den nicht treffe. Ja, ewig nicht jagen gewesen. Ja, aber darauf könnt ihr euch schon einstellen, dass das am Anfang ich mich da erstmal wieder dran gewöhnen muss. Aber der Hund bleibt liegen. Das ist schön. Okay, warten wir mal auf Gänse. Fängt bestimmt gleich wieder an zu regnen. So wie ich die Wolken sehe. Gänse sind noch keine in Sicht. Oder hör weiter. Bisher zumindest. Ja, der Hund bleibt brav liegen, das ist schon mal schön. Und wollen wir hoffen, dass uns das Spiel nicht gleich wieder abstürzt. Ich gebe jetzt für den Fasan auch nichts weiter mit. Schießen die Gänse aber dann nachher mit der 12 GA Vorderschaft Repetierflinte. Noch ist nichts in Sicht. Was mich ein wenig wundert, dürfte der das wieder sein. Ja, da ist er wieder. 57 Meter Entfernung. Jetzt nehmen wir mal diesmal mit der hier. Wir treffen einfach nicht mehr mit dem Gerät. Oh, da kommt sie schon. Ja, dann machen wir das jetzt hiermit. Oh, da kommen die ersten schon runter. Wie immer treffen wir nichts. Einen haben wir getroffen. Mal gucken, jetzt sind die Kommandos. Wo liegt der denn jetzt? Da ist er. V und Fass.
Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Das ist ja toll. Oh, man wird man dann bequem und faul. Ja, danke schön. Meine Liebe, wo bist denn du jetzt? Da. Ja, wo hat er denn jetzt den Vogel hingepackt? Ach da, Lichter. Falsche Richtung. So, dann nehmen wir ihn mal auf. Ja, wunderbar, sehr schön. Wunderbar, dann gehen wir wieder mal ins Zelt. So, dann sagen wir unserem Hund, er soll auch ins Zelt kommen. Ja, hat er noch nicht so ganz gehört hier. So, brav. Und sagen wir mal, mal bleiben. Ja, sehr schön. Der Regen hat aufgehört. Jetzt können die nächsten Gänse kommen. Und dann sollten wir beim nächsten Mal auch, glaube ich, wieder ein bisschen besser treffen. Laden wir mal nach. Ja, muss man sich natürlich auch erstmal ein bisschen wieder an das Vorhalten gewöhnen. Jetzt seit 2 Monaten nicht mehr schießen gewesen. Jetzt sind aber noch keine Gänse unterwegs. Schönen Regenbogen haben wir hier. Ja, also das mit dem Apportieren funktioniert ja schon mal ganz gut. Muss man ja mal sagen. Muss man sich natürlich auch erst dran gewöhnen, also die ganzen Kommandos zu geben. Das ist immer noch der nervige Fasan. Weit und breit keine Gänse zu sehen. Schick sieht unser Hund doch aus. Da hinten sind welche, aber die sind zu weit weg. Ja, heißt es einfach nur noch abwarten. Bis die nächsten kommen. Ja, schauen wir mal. Hallo, Arizona Eistee. Unser Hündchen liegt brav. Und wir warten auf die nächsten Gänse. Und schauen einfach mal. Bisschen in der Landschaft rum. Jetzt heute etwas mau mit den Gänsen. Also in der Regel kommen die auch öfters. Etwas öfter vorbei.
Momentan ein bisschen wenig. Aber das hat man immer mal, dass ein paar Flauten dabei sind. Ja, braves Hündchen. Aber eine sehr große Flaute im Moment. Hoffen wir mal, dass da jetzt wirklich gleich mal ein paar Sachen kommen. Ach, da kommen schon welche. Aus welcher Richtung kommen sie denn? Ah, da hinten kommen sie. Dann locken wir sie mal an. Mal sehen, ob sie landen. Ja. Sie landen. So, unten ab. So, wo sind die anderen jetzt hin da? Ja, die haben wir nicht mehr erwischt. Aber zwei Stück haben wir erwischt. Gut, jetzt kommen gerade keine anderen, so wie ich das sehe. Dann können wir unseren Hund weiter trainieren und ihn zum Apportieren schicken. Wie gesagt, ganz neues Feature. Und dann schicken wir ihn mal los. Oh, Level 3 schon. Gehen wir mal aus dem Zelt raus und lassen uns mal das Vögelchen bringen. Also wirklich nice, das Feature. Wirklich sehr schön. Ja, momentan gibt es für 799 EMS den im Paket den Hund zusammen mit einem Lederhalsband. So, nehmen wir mal die Gans auf. Oh, war eine kleine Gans. So, dann schicken wir ihn mal dazu, den nächsten zu holen. Ja, da läuft er jetzt. Sehr schön. Ja, also wirklich ganz klasse gemacht. Man spart sich das Hin- und Herlaufen. Und man hat immer einen treuen Begleiter dabei. Wenn natürlich dann noch Features kommen wie Spur aufnehmen, wenn man jetzt ein Schwein geschossen hat oder ein Reh oder sowas, ja. Und dann, das wäre natürlich jetzt noch ein super Feature. Ich denke mal, das wird in der nächsten Zeit eventuell noch kommen. Ja, sehr schön. So, dann wollen wir uns mal wieder ins Zelt begeben. Und unserem Hündchen sagen, er soll mir da auch ins Zelt kommen. Ah, muss ja gleich reinkommen. Noch sucht er einen Eingang. Und es fängt wieder mal an zu regnen. Ja, da muss noch ein bisschen nachgebessert werden. Irgendwie kommt er nicht rein. Ah, jetzt ist er drin, ne? Also, sehr schön. Und wir sagen ihm, er soll erstmal hier bleiben. Ob das jetzt so nötig ist, weiß ich nicht. Aber nett gemacht. Was so aussieht, als wenn er im Boden liegt. Nein, da ist so ein Grasbüschel. Ein kleiner Haufen. So, wir laden in der Zwischenzeit schon mal unsere Waffe nach. Und warten, dass dann die nächsten Gänse vorbeikommen. Ja, werde ich demnächst auch nochmal ausprobieren auf Rugarubayou mit den Enten. Wie das da mit dem Wasser klappt. Mit den
Ja, mit den Enten, genau. Das hier sind Gänse. Kommen wir mal durcheinander. So, schauen wir mal. Bis jetzt noch nichts weiter in Sicht. So, dann darf der nächste Schwarm gerne antanzen. Ich bin bereit. Schauen wir uns mal um. Vielleicht entdecken wir noch ein paar andere Tiere in der Gegend. Gucken wir mal. Meist rennen hier hinten auch irgendwo mal ein paar Schweine rum. Nee, aber im Moment ist nichts anderes weiter hier unterwegs. Ja, das mit den Gänsen ist immer ein Geduldsspiel, auch bei den Enten, wann dann die nächsten Schwärme kommen, so wie jetzt. Von wo kommen die? Da sind sie. Sehr schön. Mal gucken, ob davon welche runterkommen. Aber von denen wollen scheinbar keine runterkommen. Nein, also von denen wollen dann keine mehr kommen. Okay, dann warten wir auf den nächsten Schwarm, der hoffentlich bald auftaucht hier. Ja, da kommt er auch schon da hinten. Sehen wir ihn in der Ferne schon. Ihr vielleicht noch nicht so, ich sehe ihn aber schon in den grauen Wolken. Das ist jetzt ein kleinerer Schwarm. Hoffen wir mal, dass von denen welche runterkommen. Oder kommen auch noch andere. Na, nun kommt schon. Stellt euch nicht so an. Nein, auch die wollen nicht. Nein, die wollen auch nicht kommen. Wieder noch einen anderen Schwarm, der unterwegs ist, zufällig? Nein. Im Moment nicht. Ja, dann warten wir noch einen Augenblick. Weil ansonsten werden wir gleich nochmal ganz normalen Tiere jagen gehen. Warten wir nochmal einen Schwarm ab. Und dann gehen wir ganz normal jagen.
braver Hund. Ja, wenn ihr euch fragt, warum heißt der Hund jetzt Ilka, man kann am Anfang einen Namen vergeben für den Hund. Hatte mal selbst einen Hund, eine Hündin, über sehr, 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 sehr viele Jahre. Und die hatte den Namen. Und deswegen habe ich den dann jetzt vergeben. So. Da kommt schon der nächste Schwarm. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ist noch ein bisschen weit weg. Mal gucken, ob wir davon welche anlocken können. Aber es sieht auch nicht danach aus. Wir wollen einfach nicht heute. Nein, die wollen nicht, definitiv nicht. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Ein paar Gänse schießen, das wäre noch was. Aber wir schnappen uns sonst gleich ein paar andere Waffen noch und dann gehen wir den Rest, was hier auf Hirschfelden so gibt, jagen. Wildschweine, Rothirsche, Rehe, Füchse. Das kann man hier alles sonst noch bejagen. Aber da kommt ein nächster Schwarm und dann probieren wir es da nochmal. Das weiß ich noch nicht, ob ich nach dem Cap noch weiter streame. Was meinst du denn genau? World of Tanks oder hier Hunter oder Warships? Kannst ja mal reinschreiben, was du für das Spiel meinst. Ja, also der ist auch wieder nicht gekommen. Ich würde sagen, dann gehen wir noch ein bisschen ganz normal jagen. Suchen wir uns noch ein paar andere Tiere. So, dann sagen wir mal unserem Hund, er soll mitkommen. Ach, der ist schon draußen. Ja, sehr schön. Jetzt kommt natürlich der nächste Schwarm. Ah, den nehmen wir noch mit. Wo kommt der denn jetzt? Ah, sind noch zwei Enten. Mal gucken, ob wir die noch mitnehmen können. Also, wenn es nicht zu spät werden sollte mit dem Cup, mit dem Ende des Cups, werde ich wahrscheinlich eventuell noch Warships fahren und dann streamen. Aber mit einer kurzen Pause nach dem Cap. Nach dem Cup. Denke ich mal, werde ich dann so 10-minütige Pause machen. Ja. Nice Shot. Beide auf einmal erwischt.
Sehr schön. Oh, da kommen auch schon die nächsten. Gucken, ob wir die auch noch angelockt kriegen. Also einfach nach dem Cap noch mal eine Runde dranbleiben oder nach dem Cup noch mal eine Runde dranbleiben und dann denke ich mal, wird bestimmt noch was kommen. Denk mal, nach dem Cup werden wir sowieso erstmal die Auswertung machen und Siegerehrung und das wird natürlich auch dann live übertragen. Ja, war eine schöne Doublette gerade, die wir da geschossen haben. Gucken, ob die beiden auch noch runterkommen. Ja, sieht nicht danach aus. Ja, siehst du, das ist doch schön dann. So, okay, ich würde sagen, wir sammeln die beiden noch ein und gehen dann noch so eine Runde jagen und dann, ja. Schauen wir mal. So, jetzt brauchen wir natürlich nicht operieren lassen, weil die liegen jetzt so dicht. So, gucken wir mal. Dann wechseln wir gleich mal die Waffen. Also bis 15 Uhr werde ich jetzt noch jagen. Und dann ist für heute Abend, gehen die Vorbereitungen los für den zweiten Teil unseres großen MFG 1 World of Tanks Cup. Der natürlich heute Abend ab 20 Uhr, 20.15 Uhr hier auf Twitch live zu sehen ist. Für alle die, die nicht dabei sein können, auch von MFG. Oder nicht dabei sind, rein fahrertechnisch. So, wo ist denn jetzt mein Hund? Ach, der ist da hinten noch. Ja, da muss ich mal sagen, hierher. Ja, komm, schön brav mit. Ja, sehr schön. Macht schon Spaß mit dem Hund, ja. Muss man sagen. Aber wäre wie gesagt nice, wenn da noch ein paar andere Features dazukommen, wie nicht nur Vögel apportieren, sondern eben halt auch, klar, dass der Hund keinen Rothirschen anschleppen kann, ist ganz normal, aber zumindest eventuell die Spuren dann aufnehmen von einem angeschossenen Tier. So, dann wechseln wir jetzt mal die Waffen. Und so, den Hund nehmen wir jetzt erstmal raus. So, das kommt auch raus. Gut, wir nehmen dann jetzt mit an Waffen. Ich würde sagen, die 3006er nehmen wir mal mit. Welches Scope haben wir da jetzt drauf? Ja, genau. Und wir nehmen die 243er mit für Füchse. Das Zielfernrohr mit. Können die beiden wieder da rein. So, noch ein bisschen Munition dabei. Da haben wir den anderen Munition. Spiel wieder aufnehmen. Und sprühen wir uns noch ein bisschen ein. Laden die Waffen einmal durch. So.
So, und dann gucken wir mal, dass wir uns zu dieser Lodge begeben. Und Fast Travel. Ach, jetzt ist der Hund doch wieder dabei. Den wollte ich doch eigentlich. Ach, der ist jetzt immer dabei, oder wie? Okay. Eigentlich sollte er ja nicht dabei sein. Das ist jetzt merkwürdig. Gut, dann packen wir ihn nochmal rein. Und nehmen ihn nochmal raus. Na, nun, komm schon. Nee, irgendwie will er nicht. Irgendwie will er nicht draußen bleiben. Sehr merkwürdig. Soll eigentlich nicht dabei sein. Jetzt da rein, genau, und Spiel wieder aufnehmen. Trotzdem ist er noch da. Scheint wohl doch noch ein Bug zu sein. Okay, dann probieren wir es mal so. Schauen wir mal, dass wir dann gleich noch ein paar Tiere erwischen. Ja, um die Gänse kümmern wir uns jetzt nicht. Wir schauen jetzt einfach, dass wir immer vielleicht einen Rothirsch erlegen oder noch einen Rehbock oder ein Wildschwein. Ich denke mal, da wird demnächst noch mal ein Patch kommen, durch diese kleinen Bugs, die noch existieren. So, gucken wir mal.
Ja, hier vorne haben wir auch schon eine Spur. Gucken wir mal, von welchem Tier das ist. Und hoffen, dass uns das Spiel nicht gleich wieder abstürzt. Es ist ein Rothirsch gewesen, aber schon lange her, dass der hier vorbeigezogen ist. Braves Hündchen. Oh, da haben wir ein männliches Reh, kommt von da. Um unserem Hund, der soll bitte Platz machen. So, und wir platzieren uns hier und warten auf das Reh. Das Männliche, das dann hoffentlich gleich kommt, auf uns zugerannt kommt. Bin gespannt, von wo genau es kommt. Es muss irgendwo aus der Richtung hier vorne kommen. Wenn mich nicht alles täuscht, irgendwo von da, hier ist ein Wald. Schauen wir mal, irgendwo mit der 243er mal schießen. Wir hoffen, der Hund bleibt liegen und verscheucht uns das Reh nicht. Callen wir sonst nochmal nach dem Reh. Eigentlich kommen die immer sehr schnell angelaufen. Männchen. Schauen wir mal, ob wir schon was sehen. Ne, bisher noch nicht. Doch, da kommt. Oh, da kommt er. Da kommt er. Ja, oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gucken wir mal. Und dann gleich schießen können. Ja, voll erwischt. Aber ich glaube nicht, dass der Hund den apportieren wird. Nö. Wahrscheinlich nicht. Oh, falsche Taste. Nein, nur Vögel, so wie es aussieht. Oh, man kann es ja mal probieren. Ja, es stellt sich gerade so die Frage, hey, was soll ich machen? Oh, 113, ja, ist ganz in Ordnung. Trophy Shot. So, den Hund können wir nicht bewegen. Das ist schade. Aber uns können wir bewegen. Gucken, vielleicht kommt der Hund ja mit rauf. Ja, wäre ganz cool.
Ja, nun komm schon her, Reh. Ja, jetzt ist er natürlich weggerannt. Wir hoffen mal, dass er jetzt nochmal wiederkommt zu uns. Den würde ich jetzt natürlich schon gerne mit drauf haben auf meinen Trophy Shot. Wo ist er denn jetzt? Ah, jetzt kommt er. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Gut, das hätten wir. Dann gehen wir einfach mal weiter hier in diese Richtung. Schauen, dass wir hier vielleicht noch ein Tier finden, das ein oder andere. Gucken noch mal, welche Spur das hier war. Ziehendes Reh. Gucken wir mal, der hält noch 21 Minuten, sehr schön. Vorsichtig über den Berg, ob hier irgendwo ein Rothirsch vielleicht zufällig gerade ist. Das aber nicht danach aussieht. Dass hier sowas ist. Aber man weiß es ja nicht. Scheint aber nirgendwo was zu sein. Im Moment zumindest. Gehen wir weiter in diese Richtung. Hier haben wir schon wieder eine neue Spur. Tisch ziehend in die Richtung. Das ist von einem Fuchs. Es könnte ein männliches Tier gewesen sein, wissen aber nicht, wie alt ja, die Spur ist von dem Rothirsch. Ich denke mal, die ist schon etwas älter. Vielleicht haben wir auch Glück und hier gleich hinter dem nächsten Hügel ist schon der nächste Rothirsch oder das nächste Wildschwein. Jetzt ist von einem Reh auch schon älter als 60 Minuten. So, dann haben wir noch ein weibliches Reh. Das gleiche, wo wir gerade die Spur aufgenommen haben, die Losung. So, dann machen wir das jetzt mal anders. Dann nehmen wir jetzt mal Verdacht einen Call ab für einen Rothirsch. Mal gucken, vielleicht ist er doch irgendwo einer in der Nähe. Jetzt noch im Wald ist oder so. Sagen wir mal zu unserem Hündchen, er soll
Platz machen. Ja, sehr schön. Nächste Level erreicht. Das ist doch mal was Feines. Gucken, ob irgendwas in der Nähe ist. Warten wir mal ab. Fuchs, da haben wir einen Fuchs. Den werden wir uns natürlich jetzt holen. Einen schönen Fuchs. Ja, sehr schön. Und da war noch einer. Der dann weggelaufen ist. Waren also zwei unterwegs hier. Naja, haben wir wenigstens den einen erwischt. Und dann gehen wir uns den jetzt holen. So. Sagen unserem süßen Wauwau, er soll mitkommen. Ich glaube auch nicht, dass der Füchse apportiert, oder? Glaube ich eher weniger. Ne, sieht auch nicht danach aus. Oder wir waren noch zu weit weg. Probieren wir es nochmal. Vielleicht macht er das ja doch mit den Füchsen. Mm-mm. Nein. Das macht er leider nicht. Rechte Lunge, Herz, linke Lunge. Schön. Da gehen wir mal weiter in die Richtung hier runter. Richtung Windmühle. Mal gucken, ob wir da noch einen Rothirsch finden. Das war der zweite Fuchs, der noch da war. Ich denke mal nicht, dass wir den noch erwischen. Der ist natürlich geflohen. Spur, mal gucken, von welchem Tier die stammt. Ich schätze mal eher ein Reh oder so. Da vorne ist die Fuchsspur. Nee, ist auch von einem Rotfuchs. So, die ist von unserem Fuchs gerade.
ziehen. Das müsste dann hier auch die. Das ist die Fluchtspur. Geht natürlich dahin, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Und jetzt mal schauen, dass wir gleich mal eventuell vielleicht auch noch einen Rothirsch erwischen. Wieder eine Fuchsspur. Weiß jetzt nicht, was er hier anbellt. Ah, ein Fuchs ist da gewesen. Deswegen wahrscheinlich. Ist jetzt natürlich abgehauen. Ich sag ihm jetzt mal, er soll Platz machen. Sehr schön. Gucken wir jetzt mal nach einem Rothirschen, ob hier noch in der Nähe ist. Fängt gleich an zu regnen. Warten wir mal einen Augenblick ab. Aber hier scheint keiner zu sein. Jedenfalls hier nicht in der Nähe. Gehen wir mal Richtung Fluss rüber. Ah. Und da haben wir auch schon Reh. Das wird uns dann jetzt mal anlocken werden. Sollte dann von da kommen. Ja. Dann schauen wir mal, wo es gleich kommt. Ein Stückchen höher. Ein bisschen was sehen. Da hinten kommt es. So wie es ausschaut. Und da kommt es, ja. Gleich. Da ist es. Gucken, dass wir es dann auch richtig erwischen. Ja. Jo. Das haben wir dann erwischt. Sehr schön.
dieser Spur. Ja, gehen wir gleich nochmal in Richtung zum Fluss und dann gucken wir mal. Werden wir uns dann langsam um die Vorbereitung kümmern für heute Abend. Ja, war ein kleiner. Rothirsche ziehen in die Richtung. Seit ein paar Tagen gibt es die Hunde bei The Hunter. Kosten im Moment im Paket 799 EMS inklusive des Lederhalsbands in ja hier dieser hellen Farbe, schwarz und braun. Sind momentan hauptsächlich eigentlich für die Enten und Gänse da zum Apportieren. Und ja, ist ein nettes Feature und macht ehrlich gesagt Spaß, mit den Hunden hier rumzulaufen. Gibt gleich noch ein viel besseres Jagdfeeling. Einfach mal auf die Hunter-Seite schauen, da sind alle nötigen Infos, News dazu. Ja, finde ich auch. Ist ein ganz cooles Feature. Der schwimmt sogar. Das sehe ich jetzt heute gerade auch zum ersten Mal. Ich bin heute, wie gesagt, das erste Mal mit dem Hund unterwegs. Ist echt nett gemacht. Coole Sache. Und da lohnt sich dann auch die Investition von fast 800 EMS. Wie gesagt, bis, glaube ich, Mitte, Ende des Monats, kann ich jetzt aber nicht genau sagen, ist es noch im Paket mit dem Lederhalsband erhältlich. Das kostet dann selbst, glaube ich, 149 EMS und der Hund alleine sonst auch 799. Und wie gesagt, im Paket momentan beides zusammen für 799. Kann aber leider noch nichts, noch keine Spuren von anderen Tieren aufnehmen, die man zum Beispiel angeschossen hat. Ich hoffe ja, dass das noch reingebracht wird mit. Das wäre richtig cool. Also man merkt, ziemlich viel Potenzial steckt da noch hinter. Weiblicher Rotfuchs, okay, dann sagen wir dem Hund mal, er soll Platz machen. Platz. Ja, sehr schön. Es regnet natürlich. So, mal gucken. Der Fuchs war aus der Richtung da, ob wir den überhaupt erwischen. Jetzt kommt er hinterher. Ich denke mal, dass der Abstand zwischen uns zu groß war. Deswegen, dass er jetzt wieder kommt. Man muss den Hund auch antrainieren. Also sprich jetzt die Kommandos und sowas. Also es ist nicht so, dass er gleich beim ersten Mal auf alles hört, was man ihm für Befehle gibt.
Also sprich, man kann ihn genauso wie die Waffen leveln. So, jetzt sagt er, soll er aber mal Platz nehmen, weil hier ist irgendwo ein Rothirsch. Da unten. Ja, Rothirschkuh. Schauen wir mal, ob hier eventuell vielleicht auch ein Männchen dabei ist. Dann haben wir schon wieder ein Reh. Ja, diesmal ein weibliches Reh. Ja, aber ist schon cool gemacht mit dem Hund, muss man ganz eindeutig sagen. Ja, kann man auch einen eigenen Namen vergeben, dem Hund. Schauen wir nochmal, dass wir eventuell nochmal, bevor wir nachher gleich Schluss machen und in Vorbereitung für heute Abend, für den großen zweiten Teil des MFG 1 Cups machen. Ab 20 Uhr, 20.15 hier auf dem Kanal. Mal gucken, dass wir noch ein Tier erlegt bekommen. Also jetzt wird es demnächst auch des öfteren Hunter-Streams geben. Die werden dann aber nicht mehr unter Replay Games, also zwar auf diesem Channel laufen, aber dann natürlich mit dem Logo von den Jagdfreunden, bei denen ich auch Mitglied bin, wie auch der Forstheld und der Pratze. Mit denen wir ja auch im April ein wirklich sehr, sehr schönes Community-Treffen hatten. Das ist nett von dir. Dankeschön. Freue ich mich drüber. Ja, und ansonsten nicht nur Singleplayer, also die nächsten Streams werden dann auch Multiplayer sein. Wer dabei sein möchte, sollte mir einfach eine Freundschaftsanfrage im Game schicken und dann, ja. Denke ich mal, ist es kein Problem, auch dann jemanden mal im Stream, im Multiplayer mitzunehmen. Und da haben wir noch ein Reh. Ja, schauen wir noch mal kurz über die Kuppe hier. Dankeschön. Ja, das Spiel selbst ist ja auch beruhigend, sagen wir es mal ganz einfach so. Und dann ist man, man muss ja nicht hektisch reagieren. Davon gibt es genug Leute. Oh, da vorne habe ich was gesehen. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Ein Fuchs. So, den versuchen wir jetzt nochmal zu erlegen. Sehr schön. Und jetzt wäre natürlich das beste Feature, ich hoffe ja wirklich, dass das noch kommt, wenn man den Hund jetzt losschicken könnte, den Fuchs zu apportieren. Das wäre natürlich, aber leider geht das momentan nur bei Gänsen und Enten. Aber ich tippe mal wirklich, dass die Community darauf darauf drängen wird, dass diese Features auch noch mit eingebaut werden. Ja, und das Schöne ist, dass jetzt der Hund auch selbst nicht das Tier verscheucht hat.
nett gemacht, also ist schon cool. Also ich denke mal, ich werde versuchen, so auf Mittwochs tippe ich mal die Hunter Streams zu legen. Genau richtig. Auf Fährten aufmerksam macht oder wenn man ein Tier angeschossen hat, dass man, dass er dann die Fährte aufnimmt und dem dann nachgeht, das dann findet, ausfindig macht. Genau solche Sachen. Ich denke mal, das wird bestimmt auf alle Fälle nochmal kommen. Weil dann, das macht das Jagen natürlich dann hier viel, viel interessanter und noch realistischer. So. Ja, genau. Wer mich in-game anschreiben möchte, mir eine Freundesanfrage da lassen möchte für ja, Multiplayer oder so, mein In-game-Name ist einfach nur DT Master. Alles klein geschrieben. Wirklich schön. Ich kann ja sonst noch mal ganz kurz, bevor wir gleich dann fertig sind, noch mal, ja, gibt hier ein paar Kommandos, eben halt hierher. Dann soll er zu einem kommen. Oh, da vorne sitzt was. Ich habe jetzt leider keine Waffe dafür mit. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert mit dem Fass, ob das apportieren ist oder ob er jetzt den Vogel hinterherjagt, der da vorne sitzt. Den Fasan. Nein, das macht er nicht. Aber gibt es dann eben halt noch, wenn man im Zelt ist. Machen wir mal Sitz. Ja, dann sitzt er. Oder eben halt Platz. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Ganz toll gemacht, auch die Animation, wie sich der Hund so bewegt. Schauen wir mal, ja, wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Also wirklich nice. Tolles Feature. Ja, und mit dem schönen Bild sage ich erstmal dann bis nächsten Mittwoch in The Hunter und bis heute Abend im großen MFG 1 Cup ab 20:15 Uhr geht's da los. Danach wird's wahrscheinlich noch nach dem Cup, wenn das nicht zu lange dauert mit der Auswertung, mit der Siegerehrung, noch, ja, ich denke mal Warships wahrscheinlich noch geben. Und ansonsten, wie gesagt, The Hunter ab Mittwoch wieder. Ich denke mal so 18, 19 Uhr wird es dann mit The Hunter losgehen. Dann im Multiplayer und wer dabei sein möchte, einfach in-game anschreiben, DT Master mein Hunter-Name und dann kann man auch gerne dabei sein. Also sag ich mal Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann heute Abend oder Mittwoch. Bis dann, ciao!